Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Planet Zoo Mod Showcase Video. Heute möchte ich euch wieder durch ein paar bestimmte Mods führen. Und hier sieht man sogar schon den ersten Mod rumwuseln. Man glaubt es so nicht, aber als ich den Corgi erwähnt habe, habe ich das eigentlich nur aus Spaß gemeint. Aber aus Spaß kann ernst werden. Und das sieht man auch hier. Der Corgi, wie ich den letztens erwähnt habe, ist tatsächlich als Mod für Planet Zoo aufgetaucht. Als domestizierte Hundespezies, beziehungsweise als Hunderasse, welche sich hier jetzt in Planet Zoo blicken lässt. Das ist basierend, würde ich mal sagen, auf dem Welsh Corgi Pembroke. Der Welsh Corgi Pembroke ist eine Hunderasse aus Wales. Genauer gesagt aus Pembrokeshire und ist eine ziemlich berühmte Hunderasse, vor allem weil es der Lieblingshund der Queen ist aus London bzw. Großbritannien. Und ich finde, Leaf hat es einfach toll hingekriegt, aus einer normalen Hundebase einen Corgi draus zu machen, auch wenn die ein kleines bisschen zu groß sind, aber wirklich nur ein kleines bisschen, aber je mehr man das niedriger macht von der Größe, umso schwieriger wird es dann auch mit der Animation. Das sieht man hier vor allem schon an der Brust. Was die Corgis vor allem haben, ist vor allem ziemlich kurze Beine, sogar noch kürzer als hier das Modell, aber abgesehen davon unterscheidet man zwischen zwei Corgi-Rassen. Zwischen dem Welsh Corgi Pembroke und dem Welsh Corgi Cardigan. Beide Tiere, beziehungsweise beide Hunderassen, sehen sich äußerlich recht ähnlich. Allerdings gehören beide den Hütehund-Typen an. Der eine ist aber mehr mit dem Dackel verwandt rassemäßig als der andere. So ist nämlich der Welsh Corgi Pembroke doch eine ziemlich gesunde Hunderasse, während der Cardigan Welsh Corgi schon so ein kleines bisschen die Probleme hat, die zum Beispiel Dackel auch haben können. Welsh Corgi Pembrokes gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Hier sieht man die zumindest in einer der berühmtesten Farben, nämlich Rot-Weiß. Es gibt die aber allerdings auch noch in Zobelfarben. Dann gibt es sie noch in Tricolor und vielen anderen Farben, zum Beispiel auch Weiß, wobei das eine nicht zugelassene Farbgebung ist. Und vor kurzem, beziehungsweise als in jüngster Zeit erst neu gezüchtet, Blueys. Blueys unterscheiden sich vor allem von normalen Tieren, dass sie als Tricolor eher braun sind anstatt schwarz und blaue Augen besitzen. Deswegen heißen sie Blueys. Aber auch die Rottöne können viele verschiedene Farben annehmen. So gibt es zum Beispiel die sehr intensiven roten Tiere. Es gibt aber auch die weniger intensiven roten Tiere. Und dann gibt es natürlich noch die, die man schon als Farnfarben bzw. als Rehfarben bezeichnet. Der Corgi an sich ist ein sehr lebensfreudiger Hund. Die sind vor allem sehr verspielt und fügen sich dem Haushalt ziemlich gut ein. Sind aber trotzdem sowas wie kleine Rabauken. Und ich finde, die haben so schon ziemlich freches auch an sich, finde ich, als Mod. Und das ist jedenfalls der Corgi. Und als nächstes zeigen wir euch noch ein paar andere Tiere. Als nächstes hätten wir die Meerechse. Genauer gesagt der Galapagos Leguan. Die Meerechse, auch Galapagos Leguan genannt, ist ein Reptil aus der Gruppe der Leguanartigen und bewohnt die Galapagos-Inseln zusammen mit anderen Unterarten der Meerechsen bzw. den Galapagos-Riesenschildkröten. Das Interessante an dieser Mod ist vor allem, dass man sich einfach mal das Terrarientier, den Leguan als Terrarientier an sich genommen hat und daraus einfach mal ein neues Tier gemacht hat, und das ist dann auch noch ein Habitatstier.
Und ich muss sagen, die Animation passt einfach zu diesem Tier perfekt. Das ist, wie ihr seht, die hocken auch so rum wie die ganzen Leguan im Terrarium. Aber im Gegensatz zu denen bewegen die sich richtig. Ich meine, manchmal hocken die auch so schon rum und so und präsentieren sich von ihrer besten Seite. Aber ihr seht, diese Tiere, also die in Modder haben wirklich kein Blatt vom Mund genommen. Als wirklich sagen, die machen die Leguane zu Habitatstieren. Und das ist wirklich eigentlich eines der besten Mods, wenn ich das so sagen darf. Denn fandet ihr es nicht auch irgendwie unfair, dass vor allem die großen Reptilien wie Leguane überhaupt keine Habitatstiere sind? Tja, es gibt jetzt Mods, welche das ändern. Die Meerechse ist nämlich jetzt ein Mod und es gibt dazu noch jetzt auf Nexus den grünen Leguan, welche man genauso wie diese Tiere hier halten kann und dann in ein individuelles tropisches Terrarium beziehungsweise in ein selbstgebautes Terrarium halten kann, so wie man das hier sieht. Und das Interessante ist vor allem, dass es komplett aus dem normalen Leguan gemescht wurde und die Skins und die Pattern, die sind alle von Fotos gemacht worden, so wie die Tiere eben aussehen. Und das wurde echt gut umgesetzt. Tut mir leid. Da hatte ich gerade was im Hals. Die bewegen sich zwar jetzt gerade nicht so viel, aber das ist, denke ich mal, hier völlig normal. Aber hier, das. Okay, das kackt jetzt da auf dem Boden. Das machen die natürlich da auch. Aber das ist genauso wie bei echten Reptilien. Die sonnen sich lieber, anstelle sich irgendwo bewegungsmäßig aufzuhalten. Bei Reptilien sind ja so, die bewegen sich nicht viel. Was mir allerdings auffällt, ist, dass manche Skin-Pattern so ein bisschen zu sehr abgebrochen sind. Das Problem hatte ich bei meinen Jurassic World Evolution Skins auch mal. Während hier, wie man sich hier die Übergänge von Hand und Arm ansieht, sieht das ein bisschen zu abrupt aus und es sieht aus, als wäre das eigentlich überhaupt nicht geplant gewesen. Da hätte derjenige, ich glaube, es war Leaf selbst, der das gemacht hat, hätte vielleicht doch mal mit einem Blurrer drüber gehen müssen, dass es nicht ganz so abrupt aussieht von der Unterbrechung, im Gegensatz zu dem, was der hier am Körper hat. Aber an sich finde ich, ist das eine total coole Mod. Und hier, der bewegt sich wieder. Seht das euch an. Er bewegt sich. Und die Bewegungen sehen einfach toll aus. Die passen. Die sind von Komodo Varan auch alle außerdem. Aber das Ding, ich denke, man spricht dafür viele, wenn man sagt, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und das Interessante ist, diese Leguane sind ja vor allem auch gut dafür, dass die schwimmen können. Also die können wirklich schwimmen und tauchen vor allem auch sehr gern. Vielleicht können wir das irgendwie provozieren, dass sie das tun. Ich will das irgendwie mal sehen. Schauen wir doch mal in die Zoopedia nach. Dort gibt es ja auch sehr viel zu sehen, vor allem was die alles mögen und was nicht. Zum Beispiel steht hier, dass diese Tiere 60 Jahre alt werden. Das ist wie so eine Schildkröte programmiert. Altersterilität mit 15 Jahren. Okay, das ist strange. Und die bekommen nur ein Junges. Das ist auch ein kleines bisschen doof. Am liebsten würde ich ja, dass die. Am liebsten hätte ich ja, dass die wirklich 30 Junge auf einmal kriegen, so wie es bei richtigen Tieren ist. Aber egal. Was gibt's denn hier? Gummiende, Sprenkler, Wasserdüse, Futterspender hängt. Das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist, ich baue hier ein Floß hin. Vielleicht kann ich die mit einem Floß animieren. Ich meine, hier. Sieht nicht richtig aus. Ich filtere mal nach Inhaltspaket und sage Aquatic Pack. Ja, da sind diese Flöße, die ich hinmachen wollte. Das gibt es hier eins und da eins.
Und dann werden wir mal sehen, dass wir hier irgendwo so ein sowas hier hinmachen. Da werden die sicher hingelockt, denke ich. Okay, ihr Leguane, ihr seht da was? Dann holt es euch. Naja. Aber man darf halt nicht sehr viel erwarten. Abgesehen davon, dass die sich richtig toll bewegen und ihr seht ja, das Gesicht ist auch ein bisschen verändert. Und den grünen Leguan werde ich mir auch noch holen. Den möchte ich euch dann irgendwann mal auch mal zeigen. Moment, geht er jetzt da hin? Oh, er geht ins Wasser. Ja, genau. Beweg dich. Ja, nein! Du läufst die falsche Richtung. Du läufst in die falsche Richtung. Oder? Nee, sie war halbwegs richtig. Na gut. Wir wollten euch eigentlich eine neue Mod zeigen und uns nicht die ganze Zeit mit diesen mit mehr Echsen beschäftigen. Wir wollten sie euch zeigen und ihr seht, die bewegen sich einfach toll. Mehr kann man dazu nicht sagen. Gut gemacht, denke ich. Das nächste Tier ist eine etwas kleinere Raubkatze mit dem Namen Ocelot. Ihr kennt sicher Ocelots. Ich habe früher immer gerne mal Ocelots gesehen. Ich glaube, bei uns gab es mal Ocelots. Bin mir aber nicht mal so sicher, aber ich kenne diese Raubkatzen aus früheren Zoobesuchen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Da habe ich auch das erste Mal, glaube ich, Ocelots gesehen. Ist die Mehrzahl überhaupt Ocelotze? Ich weiß es nicht. Jedenfalls finde ich es sehr gut, dass der Ocelot aus dem Nebelparder gemacht wurde. Denn der Nebelparder kommt nämlich den Ocelot sehr nah, finde ich. Kannst du bitte so laufen, dass ich dich bitte sehen kann? Das wäre sehr schön. Ansonsten sehen wir uns den hier an. Ja, der Ocelot ist halt eine kleine Raubkatze aus Südamerika. Genauso wie auch andere Tiere. Dort leben, ist der Ocelot auch verbreitet und ernährt sich vor allem von Vögeln und kleinen Tieren und der größte Feind des Ocelots ist, soweit ich weiß, auch der Mensch. Aber ich glaube auch kleinere Raubvögel, größere Raubvögel werden denen gefährlich. Das Besondere am Ocelot ist, dass sie vor allem sehr große Meister im Klettern sind. Das heißt, wo sie hinklettern, ist die Kamera scheiße. Ach man, ich krieg das nie mit diesem Scheißteil. Ich hau dieses Scheißding gleich in die Tonne. Da ist noch einer. Egal. Jedenfalls der Ocelot zeichnet sich durch sein. Ist das der fucking Ernst? Der Ocelot zeichnet sich durch sein besonderes Fleckenmuster aus und durch seine kleine zierliche Form, mit denen er ohne Probleme durch die Wälder und durch die Bäume springen kann, ohne dabei auch nur einen einzigen Patzer zu landen. Denn Ocelots sind nämlich sehr genau, was das Springen betrifft. Und das zeigen die auch manchmal sehr gern. Das nächste Tier ist, wie ihr seht, mal wieder ein etwas größeres und es ist mal wieder ein Meerestier. Es handelt sich hierbei um den Kurzflossengrindwal, welcher sich unverzüglich auf dem Weg ins Wasser befindet, dort, wo die Tiere hingehören. Der Kurzflossengrindwal wird auch Pilotwal genannt, glaube ich. Das Besondere an den Walen ist eben, dass die wirklich nur im Wasser beheimatet sind, genauso wie auch alle anderen Wale und Delfine, was ja eigentlich klar sein müsste. Allerdings muss ich sagen, dass die Animation mir vom Wal zu Wal immer besser gefällt, vom Riesenotter, auch wenn das bei manchen übertrieben aussieht, aber hier finde ich, sieht das schon wieder etwas geschmeidiger aus. Hat mir auch schon beim Orca gefallen. Hier ist nur der Nachteil gewesen, dass die Orcas eben so groß waren. Die Kurzflossengrindwale sind etwas kleiner als Orcas. Stehen dem aber nichts nach, wenn es um Schwimmakrobatik geht. Man sieht das ja ziemlich gut. Der Kurzflossengrindwal ist, soweit ich weiß,
Modellmäßig auch wieder ein Import von Aurora Designs, Marine Mania, Expansion Pack als Remake, und dort ist der Grind, weil ja dort als fixes Marine Mania Tier drin gewesen und wurde dann schließlich auch geremaked, wie schon gesagt, von Aurora Designs. Leaf hat sich, glaube ich, oder war es Line Rider? Ich glaube, war Line Rider. Der macht nämlich zurzeit auch ziemlich viel Mods, die diesbezüglich damit zu tun haben. Und diese Tiere werden eben rüber importiert und werden dementsprechend auch umgewandelt. Alle auf Gunsten des Otters leider. Aber es gibt auch, wenn man so sagen darf, keine besseren Animationen. Dass sie sich so komisch erheben, dann immer am Wasser, das ist ein kleines bisschen seltsam. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, wie der Grindwall animiert ist, finde ich sie da voll okay aus. Ich meine, gut, es sind vielleicht jetzt, wie schon gesagt, schnelle Bewegungen, aber manchmal wissen die auch nicht, wo die sich orientieren sollen. Aber das Interessante ist eben, dass es irgendwie doch funktioniert. Manche finden das lächerlich, aber ich finde es toll. Also ich finde es toll, dass irgendwie Wale auf diese Art gemacht werden können, auch wenn es Mods sind. Ich denke, durch Frontier oder so werden wir das leider nie so bekommen, weil die sind, soweit ich weiß, auch gegen eine Walhaltung. Aber dann denkt man sich auch wieder so, ach, das ist nur ein Spiel und so, und da kann man sowas doch eigentlich einbauen. Und das denken ziemlich viele. Zwar ist das ethnologisch bzw. konservativ nicht wertvoll, weil die meisten Gefangenschaften der Wale sind nicht gut. Vor allem, weil es ein richtiger Cash Grab ist, wenn die Wale für die Amüsanz der Menschen Kunststücke vorführen sollen. Aber ich finde, wenn man zum Beispiel sowas wie ein Wasserpark oder sowas aufbaut, also so eine Unterwasserstation, wo man diese ganzen Wale rettet, finde ich doch, dass die irgendwie doch ein bisschen da reingehören, so wie als eine Art Rescue Station Tier, um die man die sich kümmern kann. Aber wie gesagt, höchstwahrscheinlich wird sowas nie kommen von Frontier höchst persönlich, aber wir können dafür froh sein, dass wir zumindest diese Mod hier haben, die so richtig gut funktioniert. Das Interessante ist vor allem auch, dass die Skins wieder mal gut wirken, wenn die Tiere vor allem nass sind. Würde man diese Tiere jetzt nämlich sofort rausholen, hupsala, hoppala, ja, würde man die Tiere jetzt nämlich rausholen, würden die nicht mehr so toll aussehen, glaube ich. Da kommt der Karton. Und da ist der Wal. Seht ihr noch, ist er da. Und jetzt trocknet er aus. Und ihr seht, diese Reflexion, die sie normalerweise haben, die gibt es hier gar nicht mehr. Kann man sich aber das Modell auch mal so ansehen. Ich finde das Lächeln von denen sehr süß geworden. Aber ja, wie gesagt, die Skins kommen in der Trockenheit nicht gut an. Die sind ziemlich verpixelt. Das sind richtige Zoo-Tycoon 2 Texturen. Aber das Interessante ist, dass das Spiel das irgendwie so handeln kann, dass sobald die im Wasser eintauchen, das Nasse irgendwie überhand nimmt und das dann gar nicht mal so schlimm aussieht. Dabei gefällt mir der Orca allerdings am allerbesten, muss ich sagen. Das ist der beste Mod von allen, der Orca. Auch wenn die Kurzflossen-Grindwale hier auch irgendwie etwas ganz Besonderes darstellen. Sie können tauchen, sie können schwimmen, sie können sogar an Land gehen, und das ist die einzige Möglichkeit, wie sie zum Beispiel Junge bekommen. Das heißt, Wassergeburten oder so kann man nicht machen, weil die Tiere dafür nicht programmiert sind. So. Allerdings habe ich jetzt zu viel geredet, denn das war's nämlich mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, euch gefallen auch die Mods. Downloadet die Mods, wenn ihr sie haben wollt, auf Nexus. Dort gibt es eine ziemlich große Palette. Inzwischen schon bei Planet Zoo und den Tieren. Dann sieht man sich nämlich auch beim nächsten Mal hundertprozentig wieder. Beim nächsten Mod Showcase Video. Welcher vielleicht nicht ganz so lange dauert wie der hier, aber
Bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.